Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, passend zum Thema dieses Sonntages, passend zum Thema dieses Gottesdienstes, habe ich uns ein kurzes Wort aus der Bibel als Predigtext mitgebracht. Wir wollen noch einmal hören auf den Wochenspruch Philipper 4, Vers 4. Dort heißt es: Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freut euch. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen, dass du uns jetzt dieses Wort aus dem Philipperbrief schenkst für die Zeit, die jetzt vor uns liegt. Und danke, dass du uns sagst, dass wir uns freuen sollen. Wir wollen uns jetzt Gedanken machen, was das bedeutet für unser Leben, was das heißt in dieser Predigt. Damit wir das aber recht verstehen und annehmen können, Herr, dazu brauchen wir deinen guten Geist für diese Predigt. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich heirate, liebe Gemeinde. Ich heirate, das ist ein Wort, das ich ein Jahr lang jeden Morgen, jeden Werktag gehört habe. Als Theologiestudent muss man ja sein Graecum, sein Hebraikum und sein Latinum machen halt, nicht? Und als ich begonnen hatte mit meinem Theologiestudium, die ersten beiden Semester, habe ich Griechisch gemacht. Und da hatten wir jeden Tag in der Woche morgens um 8 Uhr 2 Stunden Griechisch. Und der Prof, der immer kam, der kam immer ganz fröhlich. Mir war das immer ein Rätsel, wie der eben morgens um 8 Uhr so fröhlich sein kann. So ein Student ist morgens um 8 Uhr meistens noch nicht so ganz ausgeschlafen halt, nicht? Aber dann kam der immer zum Katheter und dann rief er mal vorne: Scheirete! Und Scheirete ist der Gruß der Griechen. Und Scheirete ist genau das, was dieses Wort beinhaltet hier. Scheirete heißt: Freut euch! Freut euch! Und in Griechenland, da sagen die einander so: Guten Tag! Freut euch, die sagen nicht guten Tag oder hallo, wie geht's oder ey Alter, was ist los, wie die Jugendlichen. Die sagen Scheirete, freut euch. Das ist der Gruß der Bibel. Und dieses Wort Scheirete steht im griechischen Urtext auch hier in Philipper 4. Zu Beginn des Verses und zum Ende. Scheirete, wir sollen uns freuen. Aber dieses Wort Scheirete ist mehr als ein Gruß. Dieses Scheirete ist, da muss ich jetzt ein bisschen grammatikalisch werden, die zweite Person Imperativ Plural. Imperativ heißt Befehlsform. Das ist nicht irgendwie nur so ein Wunsch, ein Gruß, den man zuruft. Das ist ein Befehl. Das ist ein Auftrag, den man bekommt. Freut euch. Und so habe ich diese Predigt überschrieben. Der Auftrag, Freude. Der Auftrag, Freude. 4 Punkte habe ich uns heute Morgen mitgebracht. Erstens möchte ich was sagen über den Auftragsgeber. Zweitens über den Auftragsinhalt. Drittens über die Auftragsbegründung. Und viertens über die Auftragsdauer. Das Erste. Der Auftragsgeber. Also wir sollen uns freuen. Das wird uns hier ganz deutlich gesagt. Und wer ist es, der uns das sagt? So ein bisschen spitzfindige Menschen würden jetzt sagen, ja, das ist der Apostel Paulus. Das ist schon mal nicht ganz richtig, weil er hat den Philipperbrief nicht alleine geschrieben, also hat er mit Timotheus zusammengeschrieben halt, also wenn schon mal zwei. Aber das stimmt auch nicht, dass das Paulus und Timotheus sind, sondern es ist ganz jemand anders, der den Auftrag gibt. Denn Paulus und Timotheus, das sind nur, so sagen sie am Anfang des Philipperbriefes, Knechte, Knechte. Jesu Christi, die handeln nicht in eigenem Auftrag. Alles, was die sagen und schreiben, tun sie immer nur im Auftrag und auf Geheiß des lebendigen Gottes. Und alles das, was in der Bibel steht, ist nicht die Idee von einem Mose, einem Josua, einem David, von einem Markus, Lukas oder Paulus, wer auch immer schreiben durfte, sondern es ist 1:1 Wort, Befehl, Auftrag des lebendigen Gottes. Jedes Wort der Bibel ist verbal inspiriert, ist so dem Schreiber in die Feder diktiert worden. Der lebendige Gott steht dahinter. Und das ist ganz wichtig, dass wir das festhalten halt nicht. Diesen Befehl gibt nicht irgendein vor 2000 Jahren gelebt habender Zeltmacher, ein Pharisäer namens Paulus. Diesen Befehl gibt Gott, Gott der Herr. Er ist der Befehlshabende in dieser Welt. Er hat diese Welt auch geschaffen durch seinen Befehl, er hat unser Leben geschaffen durch seinen Befehl halt nicht. Und der sagt uns auch in seinem Wort, in der Bibel, was wir zu tun haben. Er gibt die Aufträge. Und wir sind, und das muss man genauso auf den Punkt bringen wie Paulus hier, nur Knechte. Da haben wir nicht drüber zu diskutieren. Mit dem lebendigen Gott kannst du nicht diskutieren. Mit dem Ewigen, mit dem Allwissenden. Da hast du nur eins zu machen, die Hacken beieinander zu schlagen und zu gehorchen.
Das sagen viele Menschen, das will ich nicht. Ich will keinen Gott über mir. Also ich entscheide selber in meinem Leben, was da richtig oder was falsch ist. Nicht? Ich bin doch ein freier Mensch, glauben die Leute. Das ist ein großer Irrtum. Wir sind immer Knechte von irgendjemandem. Irgendjemand ist immer der Befehlshaber in unserem Leben, ist immer der Auftraggeber. Wenn es nicht Jesus Christus ist, dann sind es die Herren dieser Welt und letztlich damit immer der Satan. Da bist du Knecht des Zeitgeistes, da bist du Knecht deiner Karriere, da bist du Knecht deines Geldes, da bist du Knecht deiner Gesundheit, da bist du Knecht deiner Familie, da bist du Knecht der dunklen Triebe in dir, da bist du Knecht der Sünde und irgendwann bist du auch Knecht des Todes halt, nicht? Wenn Jesus nicht der Herr deines Lebens ist und du nicht sein Knecht bist, da hast du ganz andere Herren, die dich knechten und die geben Befehle. Da soll mir keiner sagen, er wäre ein freier Mensch, halt nicht. Und wenn ich dann mit den ganzen Leuten spreche, die nicht an Jesus Christus glauben, halt nicht. Wenn ich dann sehe, wie die leben, halt nicht. Und wie sie geknechtet werden von ihrem Geld und der Angst, wenn alles verloren ist, wenn der Euro kollabiert, halt nicht. Oder dass man keine Zinsen mehr kriegt, dass man jetzt ja Negativzinsen hat, nicht. Und die Ängste und das Knieschlottern und die Karriere und die Firma und die Gesundheit, die ich habe und meine Altersversorgung, halt nicht. Ja, das sind Knechtschaften, nicht. Das ist übrigens so, die Herren dieser Welt, wo immer der Widersacher hintersteht. Wenn du denen folgst als Knecht, ist Ergebnis immer Angst. Immer. Angst, nicht lang genug leben zu können. Angst, krank zu werden. Angst, das Geld zu verlieren. Angst um die Familie. Immer Angst. Die Herren dieser Welt machen dir immer Angst. Aber der Herr, der über allem steht, halt nicht. Jesus Christus, der macht dir keine Angst. Häufigster Satz der Bibel, fürchte dich nicht. Der will keine Furcht für seine Nachfolger. Der will die Freude. Deshalb sagt er, freut euch. Freut euch. Paulus macht da ganz deutlich darauf aufmerksam halt, nicht? Da sagt er in Römer 6, wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein. Es sei der Sünde zu Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Das heißt, das müsst ihr schon entscheiden, wer euer Auftraggeber ist im Leben. Jesus Christus oder die Herren dieser Welt. Und wenn Jesus Christus der Herr deines Lebens ist, und das hoffe ich, dass ihr alle das bejahen könnt, dann dürft ihr heute hören von diesem Herrn, dass er für euch die Freude will. Aber das ist so wunderbar, dass wir einen Auftraggeber haben. Dass wir einen Gott haben, der uns herausführt aus den Knechtschaften dieser Welt. Aus diesen ganzen Herren dieser Welt, die uns immer nur drücken und geißeln. Erster Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben. Ich bin es, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Halt nicht. Und Ägyptenland steht nicht für dieses Land, wo manche Leute Urlaub machen. Ägypten steht für die Herrschaften dieser Welt. Und daraus sind wir herausgeführt worden. Wir haben einen Auftraggeber. Halt nicht. Und der will die Freude für unser Leben. In der Bibel wird eine tolle Geschichte erzählt. Werden nur tolle Geschichten erzählt. Nicht? Aber eine ganz besonders wunderbare Geschichte. Lukas 15 vom verlorenen Sohn. Das ist auch so ein Typ, der geht hin und sagt, ich will der Herr meines Lebens sein, nicht mehr mit meinem Alten hier zu Hause, der soll mir nichts mehr zu sagen haben, gib mir die Kohle, ich muss jetzt raus und die Freiheit genießen, nicht? Und dann gibt er sich hin. Und dann merkt er ganz schnell, in was für Knechtschaften er steht. Und dann liegt er irgendwann bei den Schweinen im Dreck halt nicht und erkennt er, Mensch, wie gut habe ich es bei meinem Vater gehabt und geht zurück in das Vatershaus und sagt, hier Knecht zu sein ist viel besser als in der Welt zu sein. Und das möchte ich euch sagen, Halleluja, wir haben einen wunderbaren Auftraggeber, wir haben einen wunderbaren Herrn, dessen Knechte wir sein dürfen, nicht? Und dieser wunderbare Herr, der will für uns nicht das Leid, das Elend, nicht die Angst, der will eins für uns, die Freude, die Freude. Und da kommen wir jetzt zum Zweiten zu, das war der Auftraggeber, wir haben einen Auftraggeber, das ist der lebendige Gott selber. Das Zweite, der Auftragsinhalt, also wir haben einen Auftraggeber und der gibt uns einen Befehl, heute Morgen ganz konkret Freude. Freut euch im Herrn alle Wege, abermals sage ich, freut euch. Also unser Chef, ich sage das jetzt mal so ein bisschen runtergebrochen, gibt uns eine klare Anweisung, dir und mir für die nächste Zeit. Freu dich. Ihr sollt euch alle freuen. Und übrigens nicht nur hier, das ist jetzt nicht nur singulär hier an dieser Stelle, dass man sagt, okay, wir haben das hier rausgezogen, das ist jetzt nur eine Stelle in der Bibel. Die ganze Bibel ist voll davon, dass diejenigen, die bei Gott sind, bei Jesus sind, Freude haben sollen. Wir haben eben Psalm 97 gelesen. Da sollen sich die Gerechten freuen. Das ganze Alte Testament ist voll der Freudenrufe über diejenigen, die bei Gott sind.
Paulus, immer wieder machte das der Gemeinde deutlich, 1. Thessalonicher 5, seid allzeit fröhlich. Der geht sogar mal hin und qualifiziert das Apostelamt in 2. Korinther 1 so, dass er sagt, und das muss man wissen, mit den Korinthern hat er einen riesen Clinch, ist die immer nur am Kritisieren, muss sagen, was sie alles falsch machen halt. Und dann sagt er nicht, dass ihr das missversteht, wir wollen nicht Herren über euren Glauben sein, wir sind Gehilfen zur Freude. Gehilfen zur Freude, das ist die Charakterisierung des Apostelamtes. Und auch das Pastorenamt ist, wenn man es auf einen Satz bringen soll, ein Hilfsamt zur Freude. Ein Hilfsamt zur Freude. Auch wenn ich euch mal hart anpredige, halt nicht nur, damit ihr dann wirklich stärker den Geist in euch wirken lasst, damit ihr zur Freude kommt. Denn das Ganze, womit wir uns beschäftigen, mit dem Evangelium, mit der frohen Botschaft, nicht heißt der Evangelium, Euangelium, frohe Nachricht, fröhliche Nachricht, hat mit Freude zu tun. Wer verstanden hat, was auf Golgatha passiert ist, der ist richtig froh im Herzen. Und das ist so wunderbar, dass unser Gott für uns die Freude will. Der Auftrag, den er uns heute gibt, ist Freude. Jesus sagt in Johannes 16, euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Also die Freude, die unser Gott gibt, die ist nicht wie die irdischen Freuden. Nicht die Freude, die man hat, wenn man, was weiß ich, bei einer Aktienspekulation ein paar Euros verdient hat. Nicht die Freude, die man hat, wenn, was weiß ich, im Frühsommer der Garten schön blüht halt nicht. Nicht die Freude, die man hat, wenn man netten Menschen kennengelernt hat, mit dem man verheiratet ist, nach 50 Jahren feststellt, Mensch, der ist ganz toll. Das ist alles schön und nett, das dürfen wir alles mitnehmen in dieser Welt. Aber glaubt mir, das ist alles nur vergänglich. Spätestens, wenn der Herbst kommt, ist der Garten verblüht halt nicht. Beim nächsten Börsencrash sind die Gewinner alle dahin halt nicht. Und die tollste Ehe, die ich führe, ist dann irgendwann zu Ende, wenn ich sterbe oder der andere halt nicht. Die Freuden dieser Welt bleiben nicht. Aber eine Freude, die bleibt die ewige Freude in Jesus Christus. Und die ist stärker als alle anderen Freuden halt. Und diese Freude halt, die haben wir in Jesus Christus. Hier heißt es ja, freut euch im Herrn. Nicht an all dem Tollen, was der Herr uns gibt, an all den Segnungen, die er uns schenkt, das dürfen wir auch noch mitnehmen. Aber im Herrn selber, ich komme gleich im dritten Punkt dazu, wo man das verstehen kann, wie diese Freude im Herrn aussieht. Aber das ist wichtig, nicht, dass der Auftragsinhalt Freude ist halt nicht und dass er nicht nur die Freude für uns will, unser Auftragsgeber, sondern dass er die Freude selber ist. Unser Herr Jesus Christus will es nicht nur für uns, sondern er ist auch unsere Freude, er ist auch der Inhalt. Freut euch im Herrn. Nächste Woche ist ja Weihnachten, Heiligabend. Da werden wir wieder aus dem Lukas-Evangelium die Weihnachtsgeschichte hören. Und da schreit der Engel über dem Stall zu Bethlehem raus, Lukas 2, Verse 10 und 11. Und der Engel sprach zu ihm, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Nicht? Große Freude verkündigt er. Nicht? Und die große Freude ist eben dieses kleine Kindlein dort in der Krippe. Und nicht, weil ein nettes Kind ist, wo man sich freut, wenn man Kinder bekommen hat, sondern weil da der Retter ist, weil der lebendige Gott Mensch wurde und weil er gekommen ist, um die Welt zu retten. Und jetzt wird es noch doller bei unserem Herrn und Gott, bei unserem Auftraggeber. Nicht nur, dass er für uns die Freude will, nicht nur, dass er selber die Freude ist, er wirkt auch die Freude in uns. Ja? Das ist fantastisch. Wenn nämlich der Geist von diesem Jesus Christus in uns ist, dann wächst die Freude automatisch. Galater 5 heißt es, die Frucht des Geistes ist Freude, Liebe und Freude. Und wenn Christi Geist in uns ist, dann erzeugt er automatisch das. Das ist egal, was dann um uns rum ist, halt nicht, wenn die Ehe nicht so gut läuft, nicht, wenn das Geld kaputt ist, halt nicht, wenn die Gesundheit nicht mehr so läuft. Ganz egal, wenn wir Jesus haben, halt, wenn wir in ihm sind, dann haben wir Freude. So ist unser dreieiniger Gott, nicht? Der Vater schenkt sie uns und will, dass wir sie haben. In Jesus Christus begegnet uns die Freude und im Heiligen Geist erzeugt Gott die Freude in uns halt, nicht? So ist unser Gott. Das ist der Auftragsinhalt, Freude. Und der Auftragsinhalt der Freude ist, Jesus Christus ist der lebendige Gott selber. Freut euch im Herrn. Ja, und wie bekomme ich das jetzt halt, nicht? Wie bekomme ich denn jetzt diese Freude halt? Und dann kommen wir zum dritten Punkt unserer Predigt halt, zur Auftragsbegründung. Ich möchte euch jetzt begründen, warum wir Freude haben dürfen in Jesus. Und wenn ihr das annehmt, wenn ihr daran glaubt, dann wird der Heilige Geist in euch diese Freude wachsen lassen. Aber daran müsst ihr glauben, dass das, was jetzt kommt, auch die Wahrheit ist. Wenn ihr da zweifelnd vorsteht und denkt, das stimmt gar nicht, dann werdet ihr keine Freude haben. Ich werde euch jetzt vier Begründungen sagen, warum wir Freude haben dürfen, Freude haben müssen. Und das, ich sage das deutlich, müsst ihr glauben, das müsst ihr runterschlucken. Und wenn ihr das annehmt im Glauben, wird die Freude in euch drin sein. Wenn ihr da zweifelnd vorsteht, bleibt die Freude draußen, weil ihr dann den Heiligen Geist hemmt. Auftragsbegründung, vier Begründungen. Erstens,
Im Herrn Jesus habe ich Hilfe. Du hast Hilfe. Davon spricht die Bibel immer wieder, dass Jesus der Helfer ist, halt nicht? Der heilt den blinden Bartimäus in Jericho, der heilt den Gelähmten in Kapernaum, der heilt den Taubstummen in Sidon, der macht die blutflüssige Frau in Galiläa gesund, halt nicht, der heilt die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus, halt nicht, der hilft der Ehebrecherin vom Tode. Er ist ein Helfer. Jesus ist ein Helfer. Und das ist das Tolle, wenn man Hilfe gespürt hat, wenn man das wirklich erfährt, dann ist man voller Freude. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer schlimmen Situation gewesen seid, gesundheitlich oder weil es, was weiß ich, auf der Arbeit nicht so lief. Und auf einmal kommt jemand und hilft euch und das Problem ist beseitigt. So ist es mit Jesus. Jesus ist ein Helfer. Wenn man ihm glaubt, an ihn glaubt, ihm vertraut, hilft er. Ich war vor 4 Wochen unten in Zwickau, habe dort so eine Evangelisationstagung gehalten und habe da gepredigt und nachher kam dann jemand, der gab ein Zeugnis ab, ganz interessantes Zeugnis. Da war jemand, der war Stasi-Mitarbeiter gewesen, hatte Theo Lehmann, der war auch bei der Veranstaltung, als Stasi-Mitarbeiter hauptamtlich bespitzelt. Dann kam die Wende, der wurde arbeitslos, haben die Leute nichts mehr gehabt, Eheprobleme, der hat angefangen zu saufen, ganz große Katastrophe, da war nichts mehr. Nicht? Beruflich alles kaputt, halt die großen Schwierigkeiten, keine Hilfe. Nicht? Und dann wendet er sich irgendwann an diesen Jesus, den er noch gar nicht richtig kennt und kommt zum lebendigen Glauben. Und dann erfährt er alle Hilfe, wie Gott ihn rauszieht und alles wieder gut macht. Es war ein bewegendes Zeugnis, das zu hören, wie Jesus hilft. Und dieser Mann stand dann vor diesen 500 Leuten, die da waren, halt nicht und hat seine Freudigkeit zum Ausdruck gebracht, dass er endlich den richtigen Weg gefunden hat und dass er von all dem Dreck, der früher war, weg war und dass er zum lebendigen Gott gefunden hat und dass er in ihm jetzt alle Freude hat. So ist das, wenn man Jesus hat, dann hat man alle Hilfe und du darfst dich freuen. Du hast Hilfe in Jesus, glaub nur dran. Ich weiß nicht, was momentan deine Schwierigkeit, deine Sorgen, dein Problem ist, aber das darf ich dir zusagen. Unser Gott, Jesus Christus, ist viel, 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 viel größer als das, was dein Problem ist. Und du darfst daran glauben, darfst dich darüber freuen, dass du Hilfe hast. Das ist die erste Begründung, warum wir uns in Jesus Christus freuen dürfen, weil er Hilfe ist. Ein zweites, wir haben Grund zur Freude, weil wir einen Tröster haben, weil wir in Jesus Christus allen Trost haben. Jahreslosung, das Jahr geht ja zu Ende dieses Jahres, ein ganz tolles Wort, Jesaja 66, Vers 13. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das sagt Jesus dir zu. Jesus ist zu dir wie eine gute Mutter, die einen tröstet. Wenn einem Kind irgendwas passiert, ich erzähle das immer wieder, das kann ich nicht besser machen als dem Beispiel, als ich klein war, ich draußen hingefallen bin beim Fahrradfahren oder Rollerfahren, das Knie aufgeschlagen, tat alles weh, was war los, sofort ab zur Mama, nicht? Und dann bei der in die Arme halt, nicht? Bis dahin geflennt und die hat dann den Arm genommen, geküsst halt, nicht? Bisschen aufs Knie gemacht und mit einem Mal war alles nicht mehr so, man hatte Hilfe. Da war jemand, der einen getröstet hat. Die Mutter, die einen in den Arm genommen hat. So, unser Herr und Heiland sagt, genauso bin ich für euch da. Und ich weiß wiederum nicht, was deine Schwierigkeit ist, wo du momentan traurig bist. Aber ich kann dir sagen, wo dein Trost ist. In Jesus Christus. Und das ist gewaltig. Calvin hat einmal gesagt, nichts tröstet mächtiger als die Gewissheit, mitten im Elend von der Liebe Gottes umfangen zu sein. Nichts tröstet gewaltiger. Nur daran muss man glauben, das ist ganz wichtig. Wilhelm Busch, mein großes Predigtvorbild halt, das war ja nun ein Kerl, der hatte nur so festen Glauben halt, aber der musste auch durch tiefe Tiefen durch, hat 2 seiner Söhne verloren halt, nicht? Einer seiner Söhne ist erschossen worden in Russland, ist da verreckt in der Kälte Russlands. Das hat ihm furchtbare Probleme gemacht, nicht? Und als er tief drin war, als er so richtig traurig war, als er nicht mehr weiterkommt, kommt ein Kamerad seines Sohnes und kommt zu ihm, erzählt nochmal, wie alles passiert ist und gibt ihm einen Zettel, den sein Sohn in der Tasche gehabt hat. Einen blutverschmierten Zettel und darauf war geschrieben der Psalm 23. Und da war Wilhelm Busch klar, auch wenn ich nicht da war, wenn das so furchtbar war, der Heiland war auch bei meinem Sohn. Nicht? Und dieses Wort, Psalm 23, Vers 4, und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröst mich. Ja, wir müssen in dieser verlorenen und verdammten Welt, die da hingegeben ist in ihre Sünde, durch viele Trübsale hindurch, durch viele Traurigkeiten, es bleibt uns Kinder Gottes nicht erspart und manches ist schwieriger als für die Menschen der Welt. Aber wir haben Trost
Und das ist so wunderbar und da darfst du dich drüber freuen. Du hast Trost in Jesus Christus. Egal, was deine Traurigkeit momentan ist, deine Bedrängnis, deine Trübsal, in der du momentan drin bist, das darf ich dir im Namen des lebendigen Gottes zuschreiben. Freu dich, denn er, Jesus Christus, der lebendige Gott, ist bei dir und er tröstet dich. Eine dritte Begründung, warum wir uns freuen dürfen in Jesus Christus. In Jesus haben wir Vergebung. In Jesus haben wir Vergebung. Ich habe neulich mit einem Kumpel von mir gesprochen, der hat so ein bisschen unruhigen rechten Fuß. Und der drückt immer, wenn er Auto fährt, manchmal zu viel drauf. Und da hat er schon richtig, richtig Punkte gekriegt. Nicht? Da hat er ein richtig schnelles Auto, wo das dann richtig was ausmacht halt. Nicht? So, der ist aber auf seinen Führerschein angewiesen. So. Und jetzt war er kurz davor, dass er 3 Monate zu Fuß gehen musste. Jetzt musste er 1,5 Jahre noch richtig dann sauber fahren. Sie wissen ja, also wenn man dann keine Punkte kriegt, dann werden die irgendwann gelöscht. Nicht? Da wird die Schuld erlassen, dann geht das wieder runter. Und irgendwann rief er mich an und sagte, ich bin befreit, keine Punkte mehr. Nicht? Die Schuld in Flensburg ist erlassen. Der war richtig glücklich, nicht? Der war richtig froh darüber. So ist das, wenn man Schuld erlassen bekommt, nicht, ist man glücklich. Wenn man das Häuschen endlich abbezahlt hat nach 30 Jahren, keine Schulden mehr, halt nicht, kein Abtrag mehr, ist man auch glücklich, ist ein besonderer Tag. Aber wisst ihr, das ist alles nichts, nichts gegen die Schuld, die wir erlassen bekommen haben. Wir sind allesamt Sünder, mangelnder Gnade vor Gott und euer Pastor als allererstes halt nicht. Wir tun immer wieder falsche Dinge und wir häufen immer wieder Sünde und Schuld an. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Wir müssen vor dem lebendigen Gott, wenn wir an Jesus glauben, nicht dafür gerade stehen. Sondern wenn wir zu Jesus kommen, ihm unsere Schuld bringen, dann vergibt er uns. Und wenn du das verstanden hast im Heiligen Geist, dann gibt es nur noch eins Freude. Da kannst du nur noch glücklich und dankbar sein. Denn du kannst ja eh nichts mehr tun. Du kannst nur noch Gott loben und preisen für das, was er dir getan hat. Halt, nicht? Das ist was ganz Wunderbares, diese Freude. Halt. Wie bei dem verlorenen Sohn. Der kommt nach Hause, fällt vor seinem Vater nieder, sagt, vergib mir, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. So tritt er vor den Vater. Nicht? Und was sagt der Vater? Jetzt wird die große Party gefeiert. Nicht? Und das Kalb hergebracht und geschlachtet. Hier machen wir Freude halt nicht. Das ist, wenn man Vergebung erlebt. Und ich möchte es dir sagen, wenn du an Jesus Christus glaubst, Halleluja, der Herr hat dir deine Schuld vergeben. Der hat dir deine Schuld vergeben. Du bist frei von all dem, was in deinem Leben misslungen ist, wofür du eigentlich die Verantwortung tragen müsstest. Für jedes nichtsnutzige Wort, für jede falsche Tat, für jeden falschen Gedanken. Dafür ist Jesus auf Golgatha gestorben. Halleluja. Und deshalb darfst du dich freuen. Und eine vierte Begründung, warum du dich freuen darfst. Nicht dieser Gott hilft uns nicht nur, dieser Jesus Christus. Der schenkt uns nicht nur Vergebung halt, nicht? Der tröstet uns nicht nur. Das Allergewaltigste ist, er schenkt uns ewiges Leben. Nicht? Wir gehen ja nächste Woche auf den großen Geschenkemarathon zu. Nicht? Viele von euch haben schon eingekauft, manche müssen noch in der nächsten Woche. Manche, die sind am 24. noch unterwegs, um die Geschenke zu kaufen. Nicht? Heiligabend ist ja die große Geschenkezeit halt. Nicht? Und nicht immer gelingt das so mit den Geschenken. Weder die, die man macht, noch die man bekommt halt. Nicht? Das ist ja manchmal so, da packt man aus und denkt, du meine Güte, was ist das denn schon wieder, was meine Frau gedacht hatte, was mir gefallen könnte. Aber naja, ihr kennt das, wovon ich spreche. Aber wisst ihr, was das wirklich großartige Geschenk ist? Nicht irgendwie neues Smartphone oder was weiß ich, eine Reise, die ich mit meiner Frau machen kann, sondern das wirklich große Geschenk, das ist nicht nur zu Heiligabend, sondern 365 Tage im Jahr, ist das Geschenk Gottes in Jesus Christus, dass wir ewiges Leben bekommen. Römer 6, Vers 23 heißt es, das Geschenk Gottes aber ist Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ewiges Leben. Ich freue mich unendlich auf die Ewigkeit, liebe Brüder und Schwestern. Also ich habe ein tolles Leben in dieser buckligen Welt. Aber ich weiß, hier wird nicht alles besser. Die Haare fallen aus, die Zähne werden wackelig halt nicht. Man wird älter und kränker halt nicht. All den Schwierigkeiten, die in dieser hingegebenen Welt ist halt nicht. Das ist endlich und vergänglich. Das bleibt nicht. Aber es gibt eine ewige Freude im himmlischen Jerusalem, nicht? Ewiges Leben. Und für dieses ewige Leben braucht es nur eins, den Glauben an Jesus Christus. Und dazu möchte ich auf und glaubt an Jesus Christus, ihr habt ewiges Leben. Und dann habt ihr allen Grund zur Freude, egal was in dieser Welt passiert. Da könnt ihr euch freuen, weil das Beste kommt ja noch, nicht? Halleluja, ewiges Leben. Du darfst dich freuen, wenn du an Jesus Christus glaubst. Dann hast du ewiges Leben. Musst du nicht mehr zweifeln, musst du nicht mehr überlegen halt, nicht? Du hast ewiges Leben. Und darüber darfst du dich freuen. Das ist ein gewaltiges Geschenk. Das ist was Großartiges. Ein vierter und letzter Punkt für unseren Predigt. In unserer Predigt, die Auftragsdauer. Hier heißt es, freut euch im Herrn alle Wege. Das ist eine fantastische Übersetzung. Hier steht im Griechischen Pantotte, das heißt immer. Eigentlich müssen wir übersetzen, freut euch im Herrn immer. Aber Luther hat das ganz hervorragend, so wie er ganz hervorragende Dinge gemacht hat, einfach sprachlich hier gepackt hat, halt nicht zu sagen, alle Wege, egal wo es ist. Die Wege, wo man glücklich und fröhlich ist in dieser Welt,
aber auch die Wege, wo man traurig ist und wo man Angst hat. Freut euch im Herrn alle Wege. Immer. Alle Wege. Immer und alle Wege sollen wir uns freuen. Da gibt es keine Ausnahme. Dieser Auftrag gilt immer. Nicht nur für die nächste Woche, weil in der nächsten Woche das jetzt der Wochenspruch ist, sondern immer bis zum Tag, wo ihr sterbt, habt ihr den Auftrag von Jesus Christus, euch zu freuen, vom lebendigen Gott. Ihr sollt euch freuen, egal was passiert, freut euch. Und er hat euch allen Grund gegeben, in ihm. Ihr werdet in Situationen kommen, wo es von dieser Welt aus keinen Grund zur Freude gibt. Wo man am Friedhof steht oder wo der Banker einem erklärt, halt nicht, jetzt ist das Geschäft zu Ende, halt nicht. Oder wo der Arzt einem eine schlechte Nachricht macht. Es gibt genug Situationen, die traurig und schwierig sind. Gar keine Frage, die müsst ihr hinein. Aber ihr werdet immer Grund zur Freude haben, wenn ihr in Jesus Christus seid. In Jesus Christus. Wir werden gleich nach der Predigt ein Instrumentalstück hören, halt nicht. Cyriakus Schneegers, in dir ist Freude, nicht? In dir ist Freude. In allem Leiden, o du süßer Jesu Christ, durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Hilf es von Schanden, rett es von Banden. Wer dir vertraut, hat wohl gebaut, wird ewig bleiben. Halleluja. Zu deiner Güte steht unser Gemüte, an dir wir kleben. In Tod und Leben nichts kann uns scheiden. Halleluja. Und das ist genau das, worum es geht einfach. Zu sagen, wir haben, egal was passiert, allen Grund zur Freude. Und das sieht Gott jetzt genau für deine Situation. Er weiß um einige unter uns heute, die jetzt hier sitzen und die uns zugeschaltet sind, die sind in einer Situation, die ist irdisch gesehen nicht freudvoll. Die ist traurig. Die ist schwierig. Die ist konfliktträchtig. Aber er sagt dir, du darfst dich freuen, schau auf mich, richte deinen Blick nicht auf das Irdische. Du hast Grund zur ewigen Freude. Auch in deiner Situation will der lebendige Gott dich heute Morgen aufrichten und dir sagen, schau auf mich. Das, was dich hier irdisch quält, ist nur vergänglich, ist ganz bald nicht mehr da. Aber ich, der Ewige, bleibe und freu dich über mir. Und deshalb ruft er dir heute Morgen dieses Wort zu. Für heute, für morgen, für jeden Tag deines Lebens. Du sollst dich freuen. Freut euch im Herrn alle Wege. Abermals sage ich euch, freut euch. Freu du dich im Herrn Jesus Christus, egal wo du hingehst. Und nochmals möchte ich dir sagen, freue dich. Ich habe die Predigt begonnen, da ich gesagt habe, unser griechischer Prof, der ist immer gekommen, hat dann jeden Morgen Scheirette rausgerufen, freut euch, nicht? Das ist irgendwann so ein bisschen verblasst, nicht? Zu Anfang denkst du darüber nach, halt nicht, aber irgendwann ist das so eine Sache, dann ist das so eine Selbstverständlichkeit, dann ist das so ein Element, dann ist man gar nicht mehr dabei. Wichtig aber ist, dass wir das nicht einfach nur hören, so wie ich das als Student dann irgendwann so gemacht habe, gehört habe, aber mich gar nicht mehr gefreut habe, sondern konzentriert auf den Stoff habe, sondern dass wir es auch tun. Gott ruft dir es heute Morgen zu als dein Auftraggeber. Er ruft dir zu, freue dich, freue dich. Und du sollst es nicht nur hören, sondern du sollst es auch tun. Und du wirst es tun und erleben, diese Freude, wenn du in Christus Jesus bleibst. Und das wünsche ich euch für die nächste Zeit, für den Rest eures Lebens, dass ihr in Jesus Christus bleibt und dadurch immer wieder die Freude habt, die Gott für euer Leben möchte, die Gott euch in Jesus geschenkt hat und die durch den Heiligen Geist in euch wirkt. Und so rufe ich euch noch einmal dieses Wort zu. Freut euch im Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.